Die Probleme der letzten Wochen abschütteln, das ist die Tageslosung für die Spieler der Austria und das lockt viele alte Bekannte an. Das Licht ist auch schon an im Max-Eicher-Stadion. Dann gehen wir's an. Schiedsrichter Bernd Hirschbichler führt die beiden Mannschaften aufs Feld. Anif bei der Austria, das ist die Paarung in der 11. Runde der Regionalliga Salzburg. Anif gegen die Austria, das ist immer eine besondere Partie. Viele werden noch mit glänzenden Augen an das 3:3 im August zurückdenken. Und diese Jungs sollen es für die Austria heute richten. Im Tor Schlosser, in der Viererkette Sandmeier, Theiner, Keil und Purkrabeck. Davor Marasek, Meier, Sorda, Omerovic, Hödel und Lazarevic im Sturm. Auf der Bank Nömer, die Ergödem-Brüder, Paulik und Schweighofer. Anif ist auch nicht unbedingt in Topform. Das könnte vielleicht die Gelegenheit sein, für die Violetten sich am eigenen Schopf aus dem Dreck zu ziehen. 6 Runden ohne Sieg, das hat's zuletzt ewig nicht gegeben. Was es wohl so auch bei keinem anderen Verein gibt. 6 Spiele verloren, Kurve voll, Stimmung super. Es entwickelt sich in der Anfangsphase ein Abtasten der beiden Mannschaften. Es geht munter hin und her. Anfangs schaut nichts Zählbares aus den Angriffen heraus. Achten Sie auf der rechten Seite auf Anif-Kapitän René Zier. Hat hier beide Hände oben. Er ist nicht der Größte, aber so klein, dass man ihn komplett übersieht, ist er dann doch nicht. Ja, seine Mitspieler geben ihm den Ball nicht. Dann muss er ihn sich eben holen. Das macht er gut. 6. Minute 0:1. Tor durch René Zier. Und im Max Klan hört man fast überall das gute alte, das gibt's doch gar nicht. Ist auch wirklich nicht zu fassen. Die Austria beginnt gut und bringt sich dann durch eine dumme Unachtsamkeit wieder in Rückstand. Verletzungsbedingt muss Christoph Band dann das Spielfeld verlassen. Für ihn kommt Andreas Jäger. 9. Minute mittlerweile. Mit Rückständen kann die Austria-Mannschaft mittlerweile aber ganz gut umgehen. Man merkt den Jungs das gar nicht an, spielen weiter, wie wenn nichts wäre. Ex-Anifer Marinko Sorda hier am Ball, holt einen Freistoß heraus. Marco Hödel, der war auch mal bei Anif, wird ihn schießen. Ja, bei manchen Freistößen muss man sich den Schuss nicht anschauen, da reicht ein Blick auf den Schützen. Lazarevic bringt den Ball herein, aber der landet bei Anif. Diese Szene stellvertretend für die ersten 15 Minuten. Es geht viel hin und her, viel Einsatz. Ja, dann haben wir wieder mal einen Freistoß für Anif an der Strafraumgrenze. Und auch dieser findet den Weg auf den Kasten nicht. Marasek kann sich hier durchsetzen. Der kommt immer besser in Form, war ja lange verletzt und hatte dadurch Trainingsrückstand. Mittlerweile sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Hereingabe und Tor, die Austria kann es noch, 16. Minute, Lazarevic mit dem Ausgleich. In der 16. Minute trifft die Nummer 16 zum verdienten Ausgleich für Violett-Weiß, endlich wieder ein Tor und das Spiel völlig offen. Wunderbar, so soll es weitergehen. Ja, Anif versteckt sich nicht, warum auch? Schlosser kann hier retten. Meier auf Sandmeier und der in die Spitze. Hödel mit der Möglichkeit, aber sein Heber geht am Tor vorbei. Purkrabeck steigt hier. Oi, da gibt's 11 Meter. Purkrabeck ist hier etwas zu hart eingestiegen im Strafraum. 11 Meter. Zier wird schießen. Und Zier verwertet. 20. Minute. 1:2.
Das wunderschöne Tor hilft uns jetzt gerade nichts. Wieder der Rückstand. Was machen denn Keil und Schlosser da? Entweder sind die super eingespielt oder das war grob fahrlässig. Ja, Zier fällt hier sehr leicht. Gibt einen Freistoß. Und zum Glück kann Schlosser hier eine tolle Parade zeigen. Fischt den Ball aus dem Kreuzeck. Lukas Burkrebeck, der sieht aus, als hätte er einen Boxkampf hinter sich. Blutet heftig aus der Nase. Der ist aber zum Glück hart im Nehmen und kann gleich weitermachen. Sandmeier. Und die Hereingabe von Lazarevic wird zur Ecke geklärt. Wir sind in der Schlussphase der ersten Halbzeit. 45. Minute läuft. Das ist also wahrscheinlich die letzte Aktion vor der Pause. Meier wird diesen Eckball treten. Flach herein. Sorda. Tor! Das ist der neuerliche Ausgleich für die Austria. 2:2 in der 45. Minute. Ein bisschen glücklich springt der Ball hier von der Innenstange ins Tor. Aber genau das ist es, was die Austria braucht. Ein bisschen Glück. Das hat die Mannschaft in den letzten Spielen wirklich nicht gehabt. Vielleicht schlägt das Pendel ja heute in die andere Richtung. 2:2 zur Pause. Die Austria kommt unverändert aus der Kabine. Wir sehen hier Rezo Lomerovic. Geht an seinem Gegenspieler vorbei, bringt den Ball in die Mitte. Aber da ist kein violettes Leiberl, das den Ball anhängen kann. Nächste Möglichkeit gleich. Nico Meier fällt hier, gibt Freistoß. Und René Zier, der ist wutentbrannt. Und nicht nur er, hören Sie jetzt genau hin. Auch Anif-Trainer Ikache hat so seine eigene Meinung. Schiri sein, das muss man eben mögen. Freistoß Hödel. Und Marvin Aumeier im Anif-Tor kann zur Ecke klären. Die bringt dann nichts ein. Nächste Möglichkeit. Ein bisschen zu weit, aber die Chancen häufen sich. Zur Ecke. Abgefälscht. Gefährlich. Da hätte Marvin Aumeier echt Probleme gehabt. Lazarevic und Marasek, die harmonieren ganz gut. Lazarevic bringt den Ball herein. Sorda! Aber in die Wolken. Anif muss dann mal wechseln. Und auch die Austria tut das. Torschütze Lazarevic raus. Für ihn kommt Schweighofer. 74. Minute ist es in der 81. Rezo Lomerovic raus und neu im Spiel Lukas Paulik. Die Austria wechselt dann in der 86. Minute nochmal. Mui Ergüden kommt für Nico Meier. Und Ergüden, den sehen wir jetzt gleich beim Eckball. Marinko Sorda auf Keil und der große, starke Mann fällt hier viel zu leicht, um einen Elfmeter zu bekommen. Die Austria kann den Ball zurückerobern. Sandmeier marschiert hier auf der linken Seite durch. Und diesmal ganz klares Foul. Gelbe Karte für René Zier. Wieder Mui Ergüden wird diesen Ball ins Spiel bringen. In die Mauer. Einwurf. Einwurf ausgeführt. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Anif kann klären. Der Ball geht raus. Es gibt nochmal Einwurf. 93. Minute läuft. Sandmeier bringt den Ball in den Strafraum. Paulik. Und Tor! Marco Hödel macht das 3:2 in der 93. Minute. Meine Herren, endlich wieder Tore in Violett. Und das sieht wirklich so aus, als könnte die Austria hier. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Als könnte die Austria hier endlich auch wieder Punkte mitnehmen. Die Freude in Max Klahn jetzt natürlich grenzenlos. Ja.
Allerdings volle Konzentration, ein paar Minuten geht's ja noch. Es ist einiges nachzuspielen. Ergüden hier mit dem Versuch in Richtung Tor. Der Anifa und Schiedsrichter Hirschbichler pfeift ab. Die Austria schlägt Anif 3:2, holt endlich wieder Punkte, macht endlich wieder Tore. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. So in dieser Tonart kann es weitergehen. Die Austria verbessert sich in der Tabelle, überholt St. Johann wieder und steht auf dem 7. Rang. Das sollte man vielleicht noch den Herren vom Salzburger Fußballverband ausrichten. Mit diesem Einsatz von Pyrotechnik hat die Austria nichts zu tun. Letzten Freitag, das ist gefühlt vorgestern, Trauer, Ratlosigkeit und jetzt wollen wir die ganze Welt umarmen. Ja, du sagst es, also über Freitag will ich gar nicht mehr reden. Was wir jetzt für Zeit gehabt haben, wissen wir eh alle, aber ich bin froh, dass heute wieder besser gelaufen ist und es ist ein bisschen glücklich immer, wenn man in der 93. oder was das Siegestor schießt, aber ich glaube, es war hochverdient und es war heute ein Sieg, den wir uns absolut verdient haben und wir haben wieder, wie in den letzten Spielen schon, alles reingehauen und heute haben wir uns endlich belohnt. Christian Scheider, oft sind wir gescholten worden in den vergangenen Wochen für die mangelnde Chancenauswertung und heute schlagen wir ausgerechnet gegen Anif zu. Aber das Beste daran ist, dass es ja nicht unverdient. Nein, ich denke, für uns war es einfach wichtig, dass wir halt 3 Punkte holen, dass wir einfach einmal wieder ein Tor schießen. Das ist extrem wichtig für uns gewesen und ich bin so unglaublich stolz auf diese Mannschaft, die 6 Spiele lang, wo wir einfach verloren haben, immer trotzdem gut gearbeitet hat im Training, gute Stimmung gehabt hat, gerade gegen St. Johann alles reingeworfen hat und ich denke auch heute hat jeder Einzelne alles für den erst einmal für den Punkt gegeben und dann umso schöner, das sind die schönsten Siege in der 90. Dass wir dann den Dreier holen und ich möchte auch Danke sagen zu den Fans, die was halt unglaublich waren.